So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Eigentlich geht es mir richtig schlecht, doch nach dem Geburtstagswochenende ist das allererste Video, das allererste Tasting, was ich aufnehmen möchte. Mehr dazu seht ihr im Vlog oder im sonst was oder keine Ahnung, was da wieder los war. Einer ist sogar ins Krankenhaus gekommen. Aber mehr dazu, wie gesagt, in den Vlogs und in dem ganzen anderen Zeug. Es gab letztens ja schon eine Aktion von McDonald's. Da haben sie so ziemlich abgemacht mit Stickern und dem ganzen Zeug. Und da gab es jetzt Mix It Up, dass du Cola oder Sprite mixen konntest mit entweder Passionsfrucht-Sirup oder Popcorn-Sirup. Da hat der Megascott, glaube ich, auch ein Video mal drüber gemacht, aber nur über eine Sorte. Oder der hat, glaube ich, die zwei Sirups, aber in Cola getestet. Ich wollte aber eigentlich alle vier testen. Jetzt sind wir heute zum Megas gefahren. Pupsi hat sich da noch einen Gratis-Burger abgeholt. Und wir wollten alle vier Sorten nehmen. Was war? Das Passionsfrucht-Topping war nicht verfügbar, war leer. Ich weiß auch nicht, ob die das nochmal kriegen. Haben wir jetzt verpasst. Was ich aber bekommen habe, sind diese zwei Becher, einmal Sprite und einmal Cola mit Popcorn. Das ist bestimmt jetzt wieder komplett falsch für meinen Magen, weil da ja Kohlensäure drin ist und ich momentan eigentlich auf Kohlensäure, auf Scharfes, auf Alkohol komplett erstmal verzichten muss. Deswegen habe ich im Monat auch nicht gestreamt, sonst hätte ich da zwei Bier trinken müssen. Und ich werde einfach nur kurz probieren. Ich weiß, wenn ich den ganzen Becher trinke, dann hänge ich wieder über die Kloschüssel, das ist nichts, aber ich möchte das mal probieren. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist eher ein weißer Becher, da ist bestimmt die Sprite drin. Und das ist eher, ja, der ist dunkler. Der ist zwar gelb und bunt, das sieht lustig aus, aber das hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Denn wenn ich den aufmache, sehe ich schon, dass hier ein helles Getränk drin ist und hier ein dunkles Getränk. Also hier ist die Cola, da ist die Sprite. Guckt es euch kurz mal an, so sieht das aus. Sieht nicht aus wie eine normale Sprite, die wäre sonst weißer. Es ist irgendwie ein bisschen, naja, so gelblich. Gelblich, so halb urinfarben. Jetzt mache ich die hässlichen Deckel aber wieder drauf. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das schmeckt. Pupsi hat das am Wochenende wohl mal probiert, hat gesagt, die hat ganz gut geschmeckt, die wollte sie sich nochmal holen. Aber Popcorn, so süß und aufdringlich und klebrig. Wir probieren es jetzt einfach mal. Hannes ist da hinten, den werde ich nachher auch mal probieren lassen, dann kann er immer sein Urteil sagen. So, dazu gesagt, die Cola mit Popcorn-Topping schmeckt ganz gut. Will sie sich nochmal holen? Also, es schmeckt richtig nach Popcorn. Es hat eine richtige Popcorn-Note. Finde ich aber, versaut irgendwie die Cola, versaut den Cola-Geschmack. Cola ist ja so sowieso schon brechsüß. Durch dieses Popcorn-Topping ist es absolut nichts für mich. Popcorn mal zum Essen, zum Kauen ist okay im Kino zu einer passenden Situation. Aber Popcorn, Cola zum Trinken für zu Hause brauche ich gar nicht. Vielleicht habe ich auch gerade einen anderen Geschmack noch ein bisschen, weil der Geschmack nicht richtig da ist, aber ich denke mal, ich merke ja deutlich die Popcorn-Note, das ist mir einfach too much. Wenn ihr die schon mal probiert habt, schreibt es mal rein. Megascott sein Video muss ich immer noch gucken. Bei der Sprite ist es vielleicht anders, weil die Sprite erfrischender ist wie eine Cola, nicht so süß, aber wahrscheinlich das Popcorn trotzdem stört. Vielleicht ist auch deswegen Passionsfrucht ausverkauft, weil das lecker ist und Popcorn ist so abartig, dass das keiner mehr ein zweites Mal gekauft hat. Außer Pupsi. So, probieren wir mal die Sprite mit Popcorn Topping. Hier schmecke ich sogar die Sprite an sich mehr raus wie das Popcorn. Du merkst, das Popcorn ist da, aber da ist trotzdem im Nachgeschmack noch dieses schön Limetten-Zitronige und dann auch sehr leicht einfach nur von der Sprite. Während also die eine komplett nur süß ist und abartig, ist die noch ein bisschen erfrischend, aber mich stört auch hier der Popcorn-Geschmack. Also es ist beides nichts für mich, würde ich mir beides nicht nochmal holen. Ich werde es jetzt einfach Hannes mal noch hinterschmeißen, der soll mal probieren. Mal gucken, was der sagt. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, große Überraschung. Pupsi kam gerade rein und hat auch mal nochmal die Cola hier probiert und hat gesagt, so eklig war die bei ihr nicht. Da ist viel zu viel Popcorn-Sirup drin. Kommt also wahrscheinlich immer drauf an, wer die dann macht und zubereitet.
nimmst hier mal den Becher, bin ich mal gespannt, Hannes. Einmal Cola mit Popcorn Zero, was du dazu sagst. Das schmeckt's. Na, boah, ist das süß. Das süß ist. Ja. Wenn es salziges Popcorn wäre, dann wäre es vielleicht interessant. Bei dir hätten sie sowieso Cola Zero und dann Salzpopcorn und dann passt es. Jetzt hast du nochmal Popcorn mit Sprite. Und mit Sprite? Ich finde, da schmeckst du das Popcorn nicht so sehr. Da ist bestimmt eine bessere Dosierung drin. Da ist noch eine leichte Sprite-Note. Ich will dich nicht. Na, vorne merkt man halt leichtes Popcorn, aber halt ohne, dass es irgendwie süß ist. Dann ist es nur einfach ungezucktes Popcorn und dann schmeckt es halt mehr die Sprite raus. Was schmeckt jetzt besser? Das da. Also die Sprite. Die Sprite. Würdest du dir nochmal kaufen? Nö. Nö, kaufe nicht mehr, aber... So, die würde ich nicht nochmal kaufen, Pupsi würde die nicht nochmal kaufen, Hannes würde die nicht nochmal kaufen. 3-0. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr schon probiert? Ich möchte unbedingt noch Passionsfrucht. Das muss doch cooler sein, besser sein. Das ist wie Cola Orange. Das ist wie Sprite mit Mango. Das klingt, es ist Passionsfrucht. Okay, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Achso, was ich noch vergessen habe, das einzigste Gute ist, weil das ja trotzdem Zieh-Up-Aktion ist, auf den Bechern sind ja Sticker drauf. Jetzt hast du 8 Euro bezahlt für die Mülltonne. Hast aber mit dem einen Becher einen Big Mac gratis gewonnen, also den kann man sich wenigstens abholen, dann ist der Schaden nicht ganz so groß. Und Pupsi hat ja bei ihrem Getränk, glaube ich, auch einen Burger gehabt, also neue Sachen will man ja eh mal testen. Wenn das nichts ist, ist schade, wenn du dadurch aber was anderes, dann gratis mal so, warum nicht? So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, Teil 3.